Willkommen zurück im Konferenzraum bei hier am Kamin und so. Wir haben ja jetzt den Schlüssel und kriegen eine weitere Figur. God damn it. Was ist sie denn? Ja. Ding. Oh Gott, war der Scheiße. Oh, der Patch rausgeholt. Nach Landen gebrochen. Schneller, James. Krass, ich habe gar nicht drüber nachgedacht zu fliehen, aber das ist ja eigentlich, wo immer die Schuttteile jetzt herkommen, aber die Tür ist verschüttet. Aber es sind nicht die Standardviecher, die sonst unten irgendwo dranhängen, ne? Hier hat es normale Füße. Kennt man den Mantel irgendwo her? Also macht das schon Sinn, sich die Dinge immer gut anzugucken. Das Gewehr ist kräftig, ne? Aber wenn du nicht die Zeit hast, er tut sich auch schwer, einfach die nächste Kugel drin zu repetieren. Hat er jetzt die Figur mitgenommen? Ja, ne? Jetzt blöd, wenn er das da liegen lässt und oh Schreck und so. Mehr war da auch nie drin, ne? Warum auch immer die da drin war. Okay. Oh. Ja, natürlich. Jetzt kommt man nicht mehr in den Konferenzraum. So einfach ist das. 10er 9, ne? Hier hat die Reinigungskraft zu tun. Au, au, au. Ist das hier leckeres? Oh, blutrot, Farbe. Also wo die einfach nur ein bisschen wild gestrichen, ohne Malerflies. Alle Dude. Moin. Exit, das klingt doch gut. Achso, dann sind wir wieder hier. Okay, dann lasst uns mal die Karte aufrufen, denn wir haben ja noch einen Raum zu öffnen. 312. Können wir da jetzt nicht einfach rüber tingeln? Achso, Vorhänge schloss, ich verstehe. Haben wir ja keine andere Chance? Wir müssen uns um das Vorhängeschloss kümmern. Von außen kommt man nicht rein.
Oder man kommt vielleicht mit dem Aufzug. Aber was mache ich denn mit der Farbe? Muss die Glühbirne war gar nicht blutig? Die muss kombiniert werden? Ach, okay. War eine Idee, oder? Schade. Ich hab hier nicht, warum ich meine verdammte Glühbirne da nicht schrauben kann. Ist so erst. Mein Gott. Ja, ist das Zimmer, in dem gewartet wird. Was soll ich denn hier machen? 3F. Das muss die Farbe sein. Oder die Glühbirne. Ich habe schon oft versucht. Das hat noch nie geklappt, aber. So, und hier an der Wäschekammer. Nee, genau hinter der Wand ist der Lift. Hier gibt es bloß ein bisschen Munition. Das geht ja eh auch nicht, ne? Okay, was haben wir jetzt übersehen? Ich meine, ja, wir können die Figur unter einsetzen, aber deswegen wird dann nicht gleich wieder irgendwas passieren. Sorry. Ja, der Make-up-Spiegel, der hilft mir ja nicht weiter. Zimmer 212 und 11 haben wir schon, oder? Oh, ich hab gedacht, jetzt geht los. Ja, hier ist natürlich Reinigungsprozess in Gange. Okay, waren wir doch noch nicht. Guck mal. Die ist kaputt, die Spieluhr. Schade, hätten wir jetzt zusammenbasteln können irgendwie. Schieben. Hier kamen bloß so komische Schreie raus. Oh, zucken die. Guck mal, hier kann man rausspringen. Achso, das haben wir schon gemacht, ne? Weil so sind wir hier ursprünglich reingekommen. Genau, und hier war die olle Akte. Jetzt Aschenputtel, ne? Die Farbdose. Na, dann nehmen wir das hier. Ansonsten darf ich auch noch ja nichts machen. Ein bisschen Farbe drin schmieren. Mann, ey. Macht mir nie alle. Was mache ich mit der Farbe? Was verstehe ich hier nicht? Ist alles zu. Wir können ja gleich nochmal am Spiegel rummachen. Ja, haben wir schon. Die mich verarschen? Ein Dosenöffner.
War der vorher auch schon hier? Das wäre mit der Ofi feiern. Guck doch mal, wie beleuchtet das ist. Soll ich jetzt mit dem Dosenöffner die Farbdose aufmachen? Ah, echt jetzt? Was ist denn das für eine Farbdose? Und nu? Schütteln. Offene Farbdose. Immerhin. Ah. Dann können wir jetzt da hingehen. Und den Spiegel ordentlich leuchten. In Rot. Ist das in anderen Ländern so, dass die wie Konserven zu öffnen sind? Mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ne? Da musst du das Hasi sehen, wenn du das nicht ordentlich machst. Dann hast du ja immer übel scharfe Kanten. Du kriegst die Farbe nicht ordentlich raus. Bagge in der Wand. Was wird denn jetzt, Mann? Die kommt nicht so richtig mit sie zurecht, ne? Ah, das haben wir ja auch noch. Stimmt. Macht mir Angst, dass die durchbackt. Ah. Oh, wieder hier. Ist jetzt endlich Ruhe. 10er 9, Mann. So. Diet und Drohne. Alright. Check. Employer Evaluator. Ach, schaut euch das an. Hatte ich recht? Also gibt man nicht, aber durchs Vorhängeschloss, sondern durch den Aufzug. Let's Speicherung. War der von unten zu bedienen? Nee, ne? Guck mal, hier auf derselben Ebene ist er markiert als in Arsch drin. So, okay. Da hinten ist aber der Mitarbeiteraufzug. Wie kommt man da rein? Warte mal. Boah, James ist wieder, verhält sich wieder wie ein Panzer gerade. So, nur aber Freunde. Jetzt habe ich das Recht, an mein Zimmer zu kommen. Deswegen darf man hier jetzt auch nochmal speichern. Finde ich gut. Was haben wir hier? Was bewegen? Ich will jetzt hier nichts bewegen. Stopp, 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 stopp. Was findet hier gerade statt? Kann man sich jetzt hier unfreiwillig schwerer machen, das Ende oder was? Was ist das hier? Warum? Genau, das ist eine gute Idee. Was ist das hier? Da kann mir mal einer helfen. Kann ich das ignorieren?
Alarm. Eine Person. Ich darf hier nichts machen, ne? Ach, ich hab zu viel bei und muss Dinge ablegen, oder was? Schlüssel kann ich ja nicht abnehmen, bräuchte oder nicht? Was packt er darin? Unsere Korrespondenz. Gibt der alles an Medizin weg? Oh, ist ja ein Schweinehund, Alter. Wenn ich jetzt Schlüssel wegdrücke, nur mal so für mich, was passiert denn? Ah, krass. Ich brauchte den Schlüssel. Meine Waffen gehen bestimmt nicht ab. Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Ach, da oben steht es ja. Gewicht mit einer Person. Ist das ein Schwachsinn, Alter? Pass auf, das geht. Ich meine, die Waffen würden ja theoretisch am meisten liegen, ne? Okay, ich gebe einfach alles ab. Weiß ja nicht, was der Quatsch jetzt hier soll, aber... Soll ich ihn doch ablegen? Okay, dann sag das doch gleich. Schwachsinn. Ist doch bekloppt. Was soll denn das? Oh. Aber warum eins? Ich will doch hoch. Ich habe ja jetzt nicht mal eine Lampe. Oh. Mitarbeiter, Leute. Ich habe so eine stille Hoffnung, dass ich irgendwas an die Hand kriege irgendwann. Die 7 goldenen Mitarbeiterregeln. Wir erscheinen pünktlich zur Arbeit, wir sind nicht ohne triftigen Grund abwesend. Wir erscheinen in gewaschener und gebügelter Uniform. Wir ziehen unsere Uniform im Dienst nicht aus. Wir sind den Hotelgästen gegenüber immer höflich und hilfsbereit. Wir tragen unseren Teil dazu bei, ein positives Bild des Hotels zu vermitteln. Wir geben vergessene oder verlorene Gegenstände sofort ab. Ja, da war ja irgendwie die Rede von einem Videotape, ne? Wie einfach alles mal weg ist. Ich bin John, der heiße Typ. Okay, Johnny, dann lass mal krachen. Oh, soll das hier jetzt schon wieder so eine alternative Kacke sein? Ich will nicht mehr in alternative Kacke unterwegs sein. Ey, das tut auch, also meiner Meinung nach, überhaupt nicht Not aktuell, ne? Das hier nochmal so in die Länge zu ziehen. Wenn, dann hätte sowas schon früher kommen können. Ich hab gedacht, wir kriegen jetzt endlich mal ein bisschen Klärung.
kann man zur Not flüchten, das finde ich gut. Gucken wir gleich noch rein. Wenigstens eine Lampe, ey. Ja. Natürlich habe ich hier jetzt auch noch Lust, noch mal rumzurätseln. Also wie kommt man denn so ein schmales Brett, dass der Spieler jetzt hier nur Lust auf sowas hat? Roter Edelstein. So, für die dürfen wir jetzt spannenderweise 6 Stück sammeln. Ich sehe ja nicht mal, ob was drin wäre. So ein bisschen feste Bewegungsabläufe. Nichts funktioniert, es geht einfach nicht ab. Bestellen neue Laken. Richtig verschmutzt. Zu finden ist hier nichts, ist nur zum Verstecken anscheinend. Das ist unser Freund. Alter! Alles gut. Spieluhr. Hier ist logischerweise der blaue. Oh, da sehen wir ja, da krieg mal. Oh fuck, war das zwar richtig dumm, oder? So den Arbeitsplatz verlässt. Ach so. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, ja, was irgendwie anders. Die haben schon eine bessere Wahrnehmung irgendwie. Geh doch weiter.
bisschen was zu sammeln. Ich hab mir Brot angeguckt. Okay. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Eben machen wir jetzt von Orga hier. So, der Kollege ist gerade da hinten. Oh, da kommt der andere. Scheiße. Ich lasse das dazu, oder? Natürlich. So. Alles treffe ich. Das gut sein. Alter, wir haben hingucken. Ihr wollt das doch gar nicht. So, ich habe jetzt 3. Ich brauche aber 6, richtig? Kann ich hier irgendwo... Steht hier auf dem Toaster, aber doof. 12B4. Aber das hat ja hier keine Zahlen, ne? Keine Buchstaben. So. Ach so. Entschuldigung. Hab mich eine Tür geirrt. Was ist das da? Ach, damit sind wir angekommen. Guck mal, da oben? Gibt es hier irgendwo einen Faden? Guck mal, da ist so ein weißer Lappen. Aber ich könnte hier... Ah, das ist der Fahrstuhl. Ah, okay. So, guck mal, und hier? Ich muss kurz... Was sagt denn Mappikus total los? Tresor. In der Küche waren wir. Ach, da hätte man auch rausklettern können. Zimmer des Managers. Juwelenkiste. Na, wenn nicht, ne? Dingen wir jetzt einfach mal dahin. Und schmeißen mal die 3 Edelsteine, die wir haben. Na klar.
wieder da. Keine Ahnung, Mann. Aber wahrscheinlich reichen drei. Was soll das werden? Das sieht doch gut aus. Ich bin zufrieden mit meinem Wildnis. Haben wir denn schon irgendwo hier was gesehen? Was Vergleichliches, also Vergleichbares, Vergleichliches. Ja, das ist auch richtig gut. Höhe 10. Die Safe-Kombination. Ah, sie kommt gerade. Die dreht ja nochmal um, ne? Glaube ich. Warum ist er hier? Ich würde gerne mehr mit dir machen, Johnny. Nicht andere Welt. Der teased Videotape wird hierher gebracht. So war das, glaube ich. Guck mal. Und ein Schlüssel für Dinge. Ich kann das Video jetzt hier nicht gucken. Okay, so, dann müssen wir jetzt einfach nur hier raus. Die Tür mit der Videokassette aufmachen. Oh, und es freut, dass wir hier raus sind. Oh, hoffentlich kriegen wir jetzt unser Zeug wieder. Mag mein Zeug. Ah, scheiße. Wir kriegen nichts wieder. Wir werden nur weiter gefoltert. Ach du meine Fresse. Danke, dass ich hier rein darf. Das Weinlager. Da dürfen wir nicht rein, weil es zu heiß. Wir brauchen ein Ventilrad. Und ein Schlüssel, okay. Huh. Einfach weiter. Nie unterwegs. Der ist falsch gemacht.
War sneaky wie immer. Da ist unser Ventilrad. Jetzt so schlüpft sie durch. Also breite Arme, wie die haben. Können die bestimmt locker durch diese Mauerwerk durchboxen. Ich weiß nicht, ob ich da lang will, ne? Die Tür schiebt mich. Wartet hier schon? Wobei es ja, glaube ich, ganz schön ist, dass du hier nicht mit denen kämpfen musst, weil der eine, mit dem was zu tun hatten. Achso, hier kamen wir rein, so. Der war ja schon sehr stark. Handelt jetzt. Hier. Aber das doch auch, James. Naja. Andere Länder und so. So wie die Farbdosen aufhören. Ah. Die Venusbar. Naja. Spirituosenlager. Ach, in die Küche von der Venusbar. Okay. Ist ja schön, dass wir den Abschnitt kurz gehalten haben. Ach, ich muss mir ein Ventilrad wieder holen. Hörte sich gerade nach kaputt gehen und ein bisschen Austreten von Flüssigkeit an. Das ist aber nicht so gut, ne? So hier im Wasser stehen und also einen elektrischen Defekt. Besser verlassen? Schnell weg. 25. Das kann er nicht. Das ist so nichts Gutes hier. Das liegt jetzt da einfach so rum. Ich meine, ja, das ist die letzte Figur. Dann sind wir hier in dem Kellerraum. Ja, ich verstehe. Und damit hätten wir dann alles zusammen.
Das geht hier doch jetzt schief, ey. Eine Meerjungfrau. Was ist das hier noch? Warum nicht? Muss man sie alle mal angucken. Ich hätte jetzt so gerne meine Sachen wieder. Warum ist das jetzt hier auch nass? Also wie schlau ist das jetzt erstmal nochmal hochzugehen? Um zu gucken, ob ich meine Sachen wieder haben darf. Alle wieder da. Alles mal in meine grüne Jacke verstaut. Ich hab jetzt erst gedacht, das Zeug ist jetzt einfach weg. Also er ist so ungläubig aus, wie er da rumgepult hat. So Leute, wir machen jetzt aber hier Schluss. Und dann reparieren wir in der nächsten Folge unsere Uhr und mal gucken, was dann passiert. Theoretisch müsste ja ein Schlüssel für das Vorhängeschloss rausspringen, dass wir dann in das entsprechende Zimmer kommen. Vielleicht haben wir dann ein Finale. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt einen schönen Abend. Haut rein.